Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Northgard. Dieses Mal beschäftigen wir uns mal wirklich mit dem Clan des Ochsen. Ich hatte da vor ein paar Wochen oder Monaten ein kleines Problem. Irgendwie habe ich den Ochsen angekündigt, aber dennoch den Raben gespielt. Okay, was ist der Ochse? Der Ochse hat ein paar Vorteile im Gegensatz zu den anderen Clans. Unser Häuptling heißt Thorfinn und Thorfinn ist ein Held, der mit Ausrüstung equipped werden kann. Das heißt, Ausrüstung, die wir auf dem Spielfeld finden, die er ausgraben kann und seine Stats dann verbessern. So. Wir haben einen anderen Vorteil. Unsere Einheiten sind größer, zäher und essen mehr als die Einheiten anderer Clans, kriegen dafür aber auch plus 15% Angriff und Verteidigung. Das heißt, Ochsenarmeen sind in der Regel kleiner als andere Armeen. Aber, und jetzt kommt das große Aber an der Sache, wenn ihr eine Ochsenarmee seht, die gleich groß ist wie eure, dann lauft schon mal weg. Unsere zivilen Spezialeinheiten produzieren 40% mehr als die anderer Clans, mit Ausnahmemeister der Leeren. Führt allerdings auch dazu, dass wir nur eine Einheit pro Gebäude einsetzen können. Ihr habt gerade gesehen, ich habe mal wieder versucht, im Speerlager einen zweiten einzusetzen, aber unser Speerlager ist bereits voll mit einer Einheit. So, wir haben hier Rehe und kein Wolf. Hier haben wir unser erstes Futter. Hier unten haben wir auch Futter, aber da ist ein Wolf drin und ich glaube, hier ist ein Wald drin. Hoffe ich jedenfalls mal für uns. Und ich hätte gerne als erstes immer den Holzfäller. Wobei es eigentlich egal ist. Wir wollen eh beides haben. Ja, ein Wald für 20 und das dafür 40. Das nehmen wir uns gleich mal so mit. Das war ein Traumstart. Holz und Nahrung direkt nebenan. Sehr gut. Grandios. So, wir wollen hier auf jeden Fall einen Holzfäller drin haben. Und wir wollen hier drüben eine Jagdhütte drin haben. Marsch, Marsch. Auch bei den beiden gilt natürlich, eine Unit produziert 40% mehr, aber unser Holzfäller kann halt auch nur einen Holzfäller aufnehmen. Was ein kleines Problem ist, teilweise. So. Gebäude, ja, habe ich gerade gesagt. Häuser beherbergen auch weniger Leute. Also wir kriegen nicht die üblichen plus 3 für ein Haus, sondern ich glaube nur plus 2. Ich weiß gar nicht, wie viel wir dafür kriegen. Ist auf jeden Fall nicht so viel. Allgemein sind die eher kleiner. Und solange wir Thorfinn nicht beschworen haben, kriegen wir plus 2 Wissen über unseren Thron, über Thorfinns Thron. Was uns einen ziemlich guten Anfangs-, Produktions- oder Forschungsbonus gibt. Eigentlich ist er ziemlich stark. So, unser nächstes Ziel ist es, hier schnell an eine Einheit zu kommen. Eine Einheit von uns hat, wie gesagt, mit so einem Wolf keine Probleme. Dann können wir nämlich das Land hier in das Land expandieren. Dann müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Ja, mal gucken. Da haben wir noch Stein drin. Das heißt, hier können wir einen Stein rausziehen. Hier haben wir Eisen drin, da können wir was rausziehen. Ansonsten sind die Länder frei. Das ist sehr gut. Das heißt, hier können wir zur Not noch sowas wie ein Commerce-Center mit aufbauen. Wir benötigen mehr Häuser. Die können wir schon mal errichten. Können wir auch hier drin errichten. Da bauen wir ein Haus davon auf. Los, marsch, marsch. So, du musst jetzt mal ganz kurz das Land erkunden, weil ich wissen will, wo unsere Grenzen sind. Wo es geht. Ich hoffe, das sind Zwerge. Wenn das Zwerge sind, sollte ich den hier erobern, bevor ich die Zwerge kennenlerne, denn ansonsten kriege ich schon einen Malus durch die Zwerge. Was nicht ganz in unserem Sinne ist. So. Ich hätte gerne. Was haben wir denn? Was nehmen wir gerne? Ich glaube, ich nehme immer ganz gerne Schildknappen. Wegen der größeren Rüstung. So, scharfe Ecken für mehr Holz. Na, Logen. So, Häuser bringen uns 4 statt 5. Okay. Wir werden jetzt schon angegriffen. Mal rüber und helf mal dem Jäger hier. Genau, wir brauchen auch eine Heilerhütte. Das wird das nächste sein, was wir bauen. Schön. Heilerhütte. Dafür fehlt uns allerdings noch so ein klein wenig Holz. Und rüber da. Den machen wir erstmal platt hier. Den Wolf.
Also ihr seht hier, wir kriegen plus eine Rüstung, plus einen Schaden. Schade, hier unten ist raus. Blöd. Blöd, blöd. Aber trotz allem, also ein einzelner Wolf gegen unsere Starteinheit, also gegen so einen Schildknappen, der richtet nicht viel aus. Und das ist auch genau das, worauf wir bauen. So, hier hinten haben wir auf jeden Fall nochmal Eisen gefunden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sobald wir das Ding entwickelt oder eingehuckt haben, würde ich gerne hier die Ruinen erforschen. Je früher, desto besser. Wir wollen schließlich den Bonus daraus mitnehmen. So, nochmal zurück zu unserem Volk. Sobald wir 200 Ruhm angesammelt haben, kriegen wir einen Produktionsbonus in Abhängigkeit der Anzahl unserer kontrollierten Militäreinheiten. Und zwar jetzt, Produktionsbonus heißt nicht von den normalen sammelnden Dorfbewohnern, sondern wirklich von spezialisierten Berufen. Und auf 500 kriegt Thorfinn die Fähigkeit Rammen und kann ein gegnerisches Gebäude anvisieren und zerstört es sofort. Und das ist ziemlich cool, weil man damit so ein Level 2 oder manchmal sogar so ein Level 3 Wachturm, je nachdem was man da gerade hat als Gegner, weil man den einfach mit einem Klick wegbekommt. Das ist eine ziemlich harte Fähigkeit. So. Hat der Schaf hier schon rüber? Ja, Schaf schon rüber geflogen. Sehr gut. Thorfinn ist dafür auch ein bisschen teurer. Also wir brauchen alleine 15 Eisen und 50 Gold, um Thorfinn zu beschwören. Aber der Typ hält halt auch einiges aus und legt auch einen ganz guten Wumms an den Tag. Das muss man den Jungs halt irgendwie lassen. Gucken wir uns die Technologien an. Wir haben... wir können jetzt mal heilen gehen. Wir haben hier oben den Stadtbaumeister. Das heißt, das Verbessern einer Zone, damit ein neuer Bauplatz dazu kommt, ist 50% günstiger, kostet also nur noch 50 Gold statt 100 Gold. Und wir erhalten einen Produktionsbonus von 10% auf alle spezialisierten Einwohner und einen Minus von Instandhaltungskosten von 50%. Das heißt, für uns ist es unglaublich wichtig, Gold anzusammeln und die Zonen auch wirklich zu verbessern. Das ist ein unglaublicher Bonus für den Ochsen, wenn er eine verbesserte Zone hat. Wir haben eine Militärausbildung. Das heißt, untätige militärische Einheiten in unserem Hoheitsgebiet produzieren einfach Erfahrung, also Militärerfahrung. Die kriegen also Erfahrung, ohne dafür kämpfen zu müssen. Wir haben den wilden Amtssturm. Das heißt, Nahkampfeinheiten mit verbesserter Waffe erhalten Stürme und verursachen 30% zusätzlichen Schaden in einem Sturmangriff. Die Waffen kosten 60% weniger und können 100% schneller geschmiedet werden. Das heißt, hier ist klar, die Einheit des Ochsen ist eigentlich der Axtkämpfer und der Schildknappe. Weil ich glaube, auch der Schildknappe erhält Stürmen hierfür. Wir haben unaufhaltsam plus 5% Angriffskraft und Verteidigungskraft für jede entdeckte Ahnenausrüstung für Thorfinn. Und immer wenn er eine Einheit im selben Gebiet wie Thorfinn stirbt, regeneriert sich seine Gesundheit um 10% des maximalen Wertes des Verstorbenen. Das gilt für Gegner, aber auch für unsere Einheiten. Das heißt, je größer die Schlacht, desto länger hält Thorfinn durch. Kriegshandwerk heißt, militärische Erfahrung bringt auch noch Wissen und Ruhm. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Da sollte man möglichst schnell auf Militärausbildung gehen und hier unten auch das Kriegshandwerk mitnehmen. Aber ich nehme erstmal wegen der Ausbreitung, die vor uns liegt, die Siedlung. Damit wir da schnell wegkommen. So. Hier kommt so ein Ding hin. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir zwei Wölfe. Da müssen wir mal gucken, ob wir die schaffen. Da sind sogar drei Wölfe. Aber ich glaube, wir gehen erstmal mit zwei Wölfen. Nicht zuletzt auch, weil da Eisen liegt in dem Land. Und Eisen ist für uns durchaus interessant. Wir haben 10, 3. Ich habe 7, 9. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir zwei Wölfe gleichzeitig loswerden. Aber ich glaube, einen davon können wir tatsächlich... Okay, ich greife im Winter an. Klassischer Anfängerfehler. Lass mal stecken. Komm im Sommer wieder. Oder im Frühling. Der war nicht so schlau, ich gebe es zu. So, wir haben Felder fertig. Also, Jacaranda. Die Frage ist, können wir uns das erlauben? Wir könnten es uns sogar erlauben. Oh, das sind zwei Wölfe. Zwei Wölfe sind tatsächlich schlecht für uns. Da müssen wir mal fliehen.
Wir haben jemand hat die Tore von Helheim gefunden. Na, super. So, was macht unser Kämpfer hier? Prügel dich mal mit den Wölfen. Geht ja nicht anders. Wir brauchen Holz. So, alle Mann rüber da. Knüppelt mal die Dinger hier kaputt. Sehr gut. Und weiterarbeiten. So, wir haben Erfahrung. Krebshäuptling bin ich eigentlich gar nicht mal so für. Milizen brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal Legionen nehmen. Das nutze ich sonst echt selten. Aber ich glaube, ich nehme mal Legionen. So, als jetzt, ab jetzt produzieren unsere Militärlager eine Erfahrung. Verringert die Kosten von militärischen Gebäuden um 20%. Wie schön. So, jetzt können wir hier den Waffenschmied oder die Bergbau-Effizienz nehmen. Ich bleibe erstmal bei der Bergbau-Effizienz. Hier oben haben wir drei Gebäude Platz. Das heißt, hier oben wird auch ein Hafen reinkommen. Ein Langschiff-Dock, sobald ich kann, heißt das. Und ein Silo an und für sich. Du bist wieder geheilt, du kannst hier wieder runter. Wir brauchen Häuser. Ja, im Prinzip müssen wir hier oben ein bisschen ausbauen. Wir brauchen hier mal ein Haus. Ich baue das da mal. Ich brauche irgendwie mehr Holzfäller. Einer reicht beim besten Willen nicht. Das heißt, hier oben wird wahrscheinlich eher... Oder hier unten... Spiele ich ohne Silos? Weil Silos stelle ich, wenn überhaupt, immer zu den Produktionsgebäuden hinzu. Aber möglicherweise muss ich mal ohne spielen. Ich nehme jetzt einfach das Land hier mal ein. Mach mal weg da. Jetzt hast du ja wohl keine Probleme mit den zwei Wölfen. Wenn der eine auch noch angeschlagen ist und wir nicht mehr im Winter sind. Genau. Dann kann ich nämlich hier unten neun Holzfäller reinbauen. So rum machen wir das mal. Junge, komm mal aus da. Jetzt schon mal hier unten runterlaufen. Nein, wir wollen das Ding da haben. So. Was wäre Leute? 50. Das wird noch einen kleinen Moment dauern. Und wir haben hier oben Kobold entdeckt. Na gut. Kobolde sind ein Ärgernis. Mit denen müssen wir uns tatsächlich früher oder später mal intensivst beschäftigen. Hier werden wir angegriffen. Wir wissen, einer, ein Jäger, kann der den erledigen? Bin mir gerade nicht so sicher. Oh, er konnte nicht. Schade. Na egal. Weg ist er. So, hier unten muss ein Holzfäller rein, hat er gesagt. Nein. Hier war ein Dorfbewohner, der das konnte. So, dann haben wir hier wieder drei Plätze frei. Das ist gut. Wir müssen uns so langsam auch um den Eisenabbau kümmern. Und wir müssen irgendwie mal die Langschiffbox in Betrieb nehmen. Es ist halt nicht so ganz einfach. So, ein Braunbär ist uns definitiv über. 10, 13 versus 8. So 9 und auch noch 30 Lebenspunkte mehr, da machen wir uns mal gar keine Gedanken drüber. Einen Braunbär werden wir definitiv nicht schaffen. So. Den hier hätte ich gerne, dass er mal hier reinguckt, weil hier steht auch noch irgendwas und ich wüsste gerne, was das hier ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das... Achso, das ist ein Gegner. Na gut. So, einer. Und wir haben hier leider eine gemeinsame Grenze zum Gegner. Das heißt, eigentlich müsste ich den schneller abgreifen als unser Gegner. Aber das ist halt nicht so einfach. Hier hinten sind wir erstmal ein Weilchen sicher. Okay, hier wird einer durchkommen. Also mit großer Ausdehnung würde ich in diesem Spiel tatsächlich nicht rechnen. So. Nehmen wir den da. Jetzt kriegen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden. Da ist ein Gebiet erkundet. Da legen sie sich schon mal bei Kühe an. Oder oh, war nett. Da stirbt jetzt gerade die Oma. Nee, Killing. Der Jaguar, der. Lux ist gestorben. Auch gut. Tod ist tot. So, wir könnten erstmal gucken, was das da ist, solange da noch keiner steht.
So, dann fangen wir mal an hier. Wir müssen ja eh schnellst, nein, nicht der, der hier schnellstmöglich unsere ganzen Minen mal abbauen. Damit wir nämlich die Bauplätze dafür freischalten. Wir wollen ja nicht später irgendwann mal. Was ist das jetzt hier? Oder verletzt. Okay. Wir wollen nicht später irgendwann in die Bredouille kommen, dass wir da irgendwas verzögern müssen und dann extra auf diese Vorkommen warten müssen. Bis die dann mal endlich abgebaut sind. So, du kannst da gleich rein und starten. Schon durch? Nein, du bist noch nicht durch. Wir holen dann gleich auch mal unseren Kundschafter zurück, damit der uns nicht drauf geht. Das lohnt sich nämlich aktuell nicht, den sterben zu lassen. Also, wann lohnt es sich, einen Kundschafter sterben zu lassen? Im Prinzip dann, wenn unser Bevölkerungslimit eh schon voll ist. Dann ist es mir egal, weil der Kundschafter wird halt sehr schnell von unserer Stadthalle ersetzt. So, Steinbrüche haben wir. Hier hinten müssen wir auch noch einen Steinbruch einplanen. Weil wir genug Nahrung kriegen, machen wir das mal und werden diese Steinbrüche hier gleich allesamt ausbauen. So, nächster Schritt. 1, 2, 3 Langschiff-Docks. Und für 240 Holz wird uns das kosten. Das ist ganz schön hart. Aber wir brauchen das Gold, um alle Gebiete entwickeln zu können. Denn das ist eins unserer Ziele, dass wir da möglichst schnell auf eine große Anzahl an entwickelten Gebieten kommen. Einerseits, um unseren Output weiter zu verbessern. Und andererseits natürlich auch, um noch mehr Gebäude bauen zu können. Wir haben es hier definitiv mit einer kleinen Insel zu tun. Ihr seht, wir sind hier schon von Orange eingegrenzt. Wenn ich das hier noch sichern kann, dann habe ich hier zwar so eine mini-offene Grenze zu Orange. Dann würde ich gern das Ding noch sichern. Und das hier, also diese drei Länder würde ich gerne noch irgendwie sichern. Hier kriegen wir nämlich nochmal Stein, 35 sogar. Hier ist auch noch Stein drin und natürlich eine Ruine, die ich gerne hätte. Aber hierfür brauchen wir eigentlich unseren großen Boana, den Torfin, der sich dann mit dem Braunbär prügeln darf. So, Stein kriegen wir, Eisen kriegen wir. Gold haben wir ein bisschen zu wenig, das macht aber nichts. Wir können jetzt mal einen Seefahrer losschicken. Arsch. Und damit wäre das Ding hier auch das erste, was wir entwickeln würden. Aber wir machen das natürlich nicht, bevor wir nicht hier den Stadtbaumeister haben. Vorher ist das absolut unnötig, irgendwie Geld zu investieren. So, 19, 7, 21. Ja gut. Könnten erstmal feiern für 100. Boah, warum eigentlich nicht, ne? Das gibt uns einen Boost, das ist nie verkehrt, wenn man hier schnell vorwärts geht. Für uns natürlich wichtig, die Heilerhütte aufzuwerten, denn da gibt es halt auch immer noch den Arbeitsplatz zusätzlich dazu. Und dann haben wir zwei Leute mit 40% mehr. Und das ist schon echt nicht verkehrt. So, Stadtbaumeister. Was nehmen wir hier? Ja, wir nehmen erstmal Wissen. So, wir können das Gebiet jetzt entwickeln für nur noch 50. Und das werden wir auch direkt mal machen. Einfach weil das auch die Unterhaltskosten in diesem Gebiet denkt. Und das werden wir mit dem Gebiet hier im Prinzip auch machen und mit dem hier auch, weil wir hier jetzt gerade aktuell schon am Max dran sind und hier ja noch Gebäude reinkommen sollen. Okay, das schaffen die locker. Das ist nicht so das Problem, weil wir jetzt sind sie halt zu zweit. Kobolde haben sich hier ausgebreitet. So, hier kriegen wir gleich unseren Bauarbeiter schon zurück. Das heißt, wir sollten das entwickeln. Ah, okay. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Warten wir erstmal auf Torfin, weil der 250 kostet. Oder entwickeln wir das Gebiet und sagen, ach, lass erstmal gut sein. Entwickeln ist uns wichtiger. Bin mir da gerade so ein bisschen unein. Wir entwickeln das erstmal. Das bringt uns mehr Output.
Und hier können wir dann auch noch ein Axtwerferlager und ein Ausbildungslager. Eigentlich ein Ausbildungslager, aber wenn wir hier reinstellen. Machen wir mal. Ja, bau mal bitte. Ratten. Ratten ist uncool. Wie viel verlieren wir? Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier mal was rausschmeißen und mal so ein Silo hier hinstellen. Was aber kein Problem ist, das hatten wir eh vor. Und hier hinten wollen wir auch ein Silo reinstellen. Wenn wir schon dabei sind. Gut. Nächster Schritt, nachdem das Silo hier steht, kommt hier natürlich auch ein Langschiff-Dock rein. Ja, auch wenn es kurz vorm Winter ist. Ich hätte das gerne im Winter noch dazu. Zack. Hoffen wir mal, dass der Winter nicht allzu hart wird. Schon die Tech, dass die Dinger nur noch die Hälfte kosten? Ja, ne? Oder nicht? Ja, Aufwertungskosten werden um 30 reduziert. Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall uns darüber latschen. Du wirst dann unser Meistersegler. Jetzt fehlt es gerade so ein bisschen an Nahrung. Das ist richtig. Gleich wird es noch ein bisschen, mehr Nahrung fehlen. Warum greifen die auch immer im Winter an? Okay, also ganz ehrlich, dieses Ding hier, dieser Wolfsbau, der wird jetzt erstmal geschreddert. Nun reicht es aber. So, wie viel haben wir hier? Noch 5 Eisen, dann haben wir wieder einen Dorfbewohner frei. Sehr gut. So, rüber, rüber und den Jäger hätte ich auch gerne. Jäger ist nämlich ein Fernkämpfer. Schön. Und alle Mann wieder in die Arbeit. So, wir machen uns mal bereit, hier die Wolfshöhle auszuräuchern. Im Prinzip reichen uns dafür 2 Krieger. 2 Krieger und natürlich kein Winter. Auch Pelzmäntel? Ja, ne? Ne, hatten sie nicht. Pelzmäntel ist ersetzt durch Militärausbildung. Okay, das heißt, im Winter haben die immer einen nicht wieder auszugleichenden Nachteil. Eine Krankheit klar ausgebreitet. Das ist natürlich echt nervig gerade. Dass wir also Ratten haben, die hier unsere Vorräte fressen. So, du bist fertig. Du kannst nach da hinten laufen und das Ding kann abgerissen werden. Das brauchen wir nicht mehr. Hier könnten wir direkt das nächste Langschiff-Dock einplanen. Schiffbox halt eine super Gelegenheit sind, um Zeug loszuwerden. So, was ist jetzt los? Ach, da sind Wölfe. Ah. Ärgerlich. Weil unsere Krieger halt gerade doch ein bisschen schwach auf der Brust sind und ich komme gerade nicht an den Krieger hier dran. So, Junge, könntest du jetzt mal... Du kannst dich selbst heilen, das ist aber nicht Sinn der Sache. Ich brauche nämlich einen Krieger hier. Und zwar bevor das Ding da abwackelt. Ansonsten muss ich nämlich mit Dorfbevölkerung da reinlaufen. Sieht so aus, als müsste ich mit Dorfbevölkerung da reinlaufen. Ah, dieses Rattenereignis war gerade echt nichts für uns.
Dorfbewohner, Bergarbeiter. Bergarbeiter, du bist der Dorfbewohner. Mehr Nahrung bitte. So, endlich muss ich das Ding jetzt hier mal aufwerten. Kostet uns aber zu viel. Los, stopp, schade. Und die anderen breiten sich hier schon ziemlich gut aus. Sehr zu meinem Ärger. So, jetzt haben wir einen, der Rum produziert, und zwei, die keinen Rum produzieren. Aufgewertetes Gemeindehaus. Dann fangen wir mal mit dem an. Gut, jetzt sind wir auch Tane, endlich mal. So, jetzt könnten wir das Ding auf upgraden. Jetzt fehlen uns allerdings leider so ein paar Gehölzene. Wir haben noch keine verbesserten Waffen, noch brauchen wir es nicht. Zufriedenheit, ja, könnten wir demnächst mal gebrauchen, aber ich glaube, ich will erstmal Schiffbau haben. Für mehr Gold in unseren Kassen. So. Jetzt latschen wir mal hier rein. 3 Wölfe, 2 Krieger. Das müsste aufgehen. Abmarsch. Hast doch gesehen, dass du hier schon wieder angreifst. Und knicken, Junge. So, unser Lager ist fertig. Sehr cool. Damit kann der auch wieder zurück nach Hause. Und ihr könnt euch jetzt mal diese doofe Wolfshöhle hier holen. Bash sie weg. Ganz ehrlich. So, das Ding besiedeln wir auch gleich. Ist unseres. So muss das. So, damit haben wir erstmal die Angriffe der Wölfe abgeschaltet. Läuft. Eigentlich brauchen wir ja auch gleich mal so ein Teil, weil ich nicht weiß, wie aggressiv der Lux ist da neben uns. Weil die hat schon eine Armee. Und ich würde gerne vermeiden, dass diese Armee mich angreift. So. Torwin, mein Guter. Jo. Läuft's. Los geht's hier. So, 14, 13, 17, 10, 100 gegen einen Bär mit 10, 13, 80. Mhm. Spannender Kampf, Abmarsch. Das sollte der gute Torwin jetzt ja irgendwie schaffen. Der Rest kann sich hier schon mal überlegen, wie wir eine Schmiede zurechtbekommen. So langsam sollten wir auch mal an Upgrade denken. Wir haben schließlich auch noch so ein paar Eisen auf der hohen Kante. Oh, wie geil. Da ist ein Schlachtfeld, eine Ahnenausrüstung auf dem Schlachtfeld. Läuft. Dann grab die bitte mal aus. Schiffbau. Zack, zack. Oh, das ist nicht gut, dass die hier einmal außen rumlaufen. Die werden jetzt hier hoffentlich nicht reinlaufen. Das würde mich doch ärgern, wenn der gute Torfin da aufhören müsste graben. Ah ne, die holen sich das da gerade erst. Okay. So, wir haben 100. Wir können das Ding hier upgraden und einen zweiten Heiler reinschalten. Für mehr und schnellere Heilung in unserem Land. So, Torfin hat Heimdals Bearing Handschuhe. Plus 10 Angriff und plus 10% Angriffsgeschwindigkeit. Coole Sache. Schon mal gut. So, wir warten jetzt auf die 140 und das wird tatsächlich schwierig. Wir haben nämlich ein Nahrungsproblem. Und das ist ein Ärger uns. So, können wir hier schon was entwickeln? Was haben wir denn? Wir haben Holzfäller für mehr Holz. Das ist auch gut. Seefahrer, ja. Ansonsten haben wir nur einen Jäger und einen Bauern. Eigentlich will ich nicht das Eisen dafür ausgeben.
erstmal die da auf jeden Fall. Mehr Heilung. Und wenn sie dann... Eine Schlacht, da oben ist noch ein Ahnenschlachtfeld. Okay. Wenn sie dann mal nicht mehr heilen müssen, dann können die halt ganz gut Nahrung produzieren. Ist jetzt jedenfalls so der Plan. So, wir brauchen auch die Dinger hier. Die bringen uns auch was. Wir brauchen eine Rüstung, Schildwall. 5 Sekunden lang 40%, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Was haben die denn für einen Ochsen? Hoffen kann provozieren verwenden. Oh, nice. Alle gegnerischen Einheiten und Türme visieren Thorfinn vorübergehend an und seine Fähigkeit-Verteidigung ist für 6 Sekunden um 100% erhöht. Oho. Schlagt auf ihn drauf und das macht ihm trotzdem nicht. Das ist cool. So. Die Zwerge wollen Edelsteine haben. Kann, gebe ich ihnen gerne Edelsteine. So, noch mehr Nahrung. Wir müssen irgendwie an Nahrung kommen hier. Grün ist der Bärenclan. Das ist auch nicht so cool. Weil der Bärenclan eigentlich auch ein schöner Clan ist. Vor allen Dingen, sobald Kaija das Heimatland verlassen kann. Das ist natürlich ein nettes Land hier, ne? 32 Eisenvorkommen drin. Würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen. Aber dazwischen liegt leider eine ganze Armee. Brunda, Miliki und Kelin. Okay. Die Raben haben den Leuchtturm errichtet. Könnte ich auch machen, aber... Eigentlich möchte ich den hier haben als nächstes. Auch mal der Könige. Was sagen denn die Siegbedingungen? Auf was spielen wir eigentlich für einen Sieg? Fällt mir gerade so ein. Wir könnten auf Weisheit spielen. Ich glaube, wir sollten auf Weisheit spielen, ja. Das könnte ein guter Plan sein. Das Problem ist, für eine große Bevölkerung kriegen wir zu wenig Nahrung. Okay, wir müssen die Dinger aufwerten. Das kostet jetzt mich leider das Holz und Gold, was ich eigentlich anderweitig einsetzen wollte. Egal. Was natürlich jetzt dazu führt, dass wir einen zweiten Jäger einsetzen können und damit kriegen wir deutlich mehr... deutlich mehr Zeug und hier können wir theoretisch den Jäger verbessern für noch mehr Nahrung und damit können wir unsere, das sollten wir machen, damit können wir nämlich unsere Reichsgröße nochmal anheben. Ach, sehr gut. Haben wir eigentlich noch einen Scouter? Nein, haben wir nicht. Scouter. Marsch. Ich will nicht das Ding hier gerade mal erkunden. So, hier kommt natürlich auch ein Turm mit rein. Wir wollen da keinerlei Risiko eingehen. Okay, das ist egal. Das ist egal. Solange Big Jimbo da steht, ist uns das sowas von Hupe, ob der so ein Auge ankommt oder nicht. So, eigentlich wollte ich gerade noch einen Dorfbewohner rufen. Dorfbewohner, bau mir den Turm. Nee, das war ein guter Move hier, das auszubauen. Wir haben nämlich immer noch plus 1, obwohl wir Winter haben und ich gerade mal Dorfbewohner rausgezogen habe. Das war sehr gut. So, theoretisch könnte man den jetzt platt machen. Steht hier oben irgendwas Nettes? Ja, aus einer Ahnenausrüstung? Ja. Nee, eigentlich nicht, aber wir haben den hier auch noch ausgebreitet. Wir können also den hier tatsächlich platt machen. Bergenschürfer. Okay, aus dem Ereignis sind wir ganz raus, denn es gibt hier keine Ressourcen, die wir abbauen können. Keine Edelsteine. Schade. Schade, schade, Marmelade. Ich muss auch sagen, die Zwerge habe ich immer sehr gerne. So, das war... Ach nee, jetzt kommt noch unsere Schildausrüstung für einen Schildknappen. Aber... für heute sind wir bereits durch mit unserem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ansonsten habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Panemetzetzensis.